Nach Berlin. Zum ersten Mal seit Bestehen der Deutschen Demokratischen Republik protestierten Zehntausende von Ostberlinern in einer spontanen Demonstration gegen die Gewaltherrschaft des SED-Regimes. Auf dem Potsdamer Platz richtete sich die Empörung der Bevölkerung gegen die Verkaufsstände der HU. Die Ostberliner Arbeiter traten in den Generalstreik. Der sowjetische Stadtkommandant verhängte den Ausnahmezustand. Zum Schutz der ostzonalen Regierungsgebäude wurden sowjetische Truppen eingesetzt. Amerikanische Polizei bewachte das russische Ehrenmal im Westsektor. Das Brandenburger Tor ohne rote Fahne. Am Potsdamer Platz war der Schwerpunkt der Demonstration. Volkspolizei riegelte die Straßen ab. Sowjetische Panzer eröffneten das Feuer auf die Demonstranten. Tote und Verletzte wurden nach West-Berlin abtransportiert. Das Kolumbushaus an der Sektorengrenze ging in Flammen auf. Als blutiger Mittwoch von Berlin steht dieser Tag in der Geschichte des zerrissenen Deutschlands.